Tag, Professor. Hätten Sie kurz Zeit für ein Interview? Ja, aber machen Sie es kurz. Ich habe nicht viel Zeit. Wie ist Ihr Name und was unterrichten Sie? Mein Name ist Jakob Laut. Ich unterrichte hier Thermodynamik am Fachbereich 3. Daneben leite ich auch gemeinsam mit Frau Professor Hummel den Prüfungsausschuss des Fachbereichs. Und bis vor einem Jahr habe ich den Mathematikbrückenkurs organisiert. Was haben Sie gemacht, bevor Sie Professor geworden sind? Ich war in der BASF als Chemiker tätig in der Katalysatorforschung. Wie standen Sie zu Ihrem Fach während des Studiums? Haben Sie auch mal eine Klausur versemmelt? Thermodynamik war in der Tat mein Lieblingsfach und selbstverständlich habe ich niemals eine Klausur versemmelt, sondern sie immer als Erster oder Zweitbester absolviert. Tatsächlich habe ich sogar, nicht ganz legal, in einem Fall zwei Klausuren geschrieben in der Zeit für einen Kollegen mit. Hier ist mein Büro. Welchen Tipp würden Sie den Studierenden mit auf den Weg geben? Lest und haltet euch an die Prüfungsordnung. Ich leite gemeinsam mit Frau Professor Hummel den Prüfungsausschuss und kann da keine Ausnahmen machen. Wie finden die Vorlesungen im nächsten Semester statt? Hauptsächlich digital über Videokonferenz. Praktika finden in kleinen Gruppen in Präsenz statt, damit die Sicherheitsregeln gewährleistet sind. So, jetzt habe ich aber keine Zeit mehr. Für weitere Fragen nutzen Sie bitte meine Sprechstunden. Okay, vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor.